Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg zum Flowtrail Siegen. Wir haben irgendwie 18 Grad nur und das kommt mir jetzt schon echt kalt vor. Aber ich bin froh, dass es nicht mehr so super heiß ist. Und bei dem Flowtrail Siegen sind heute Radon Test Days und wir hoffen, da einfach ein paar Bikes testen zu können. Ich bin ja besonders interessiert bei dem neuen E-Bike von Radon, denn das Render ist mir am Dämpfer irgendwie ein bisschen, ja, hatte mir ein bisschen zu wenig zu Reserven letztes Jahr. Und da die Neues rausgebracht haben, was da so ein bisschen potenter ist, dachte ich mir so, hey, lass uns doch versuchen, dass wir da mal ein Bike testen können. Es ist super früh, gar nicht unsere Uhrzeit und wir müssen das ganze Wochenende früh aufstehen wegen Mountainbiken. Ja, wahrscheinlich kennt ihr das ja. Ja. Die Michi sieht auch noch richtig müde aus, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Aber wir sehen uns gleich im Flowtrail. Michi, kannst du kurz erzählen, warum wir so spät sind? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das ist doch alles hier noch im Plan. Wir haben 20 vor 11, wir wollten um 10 hier sein. Also wir sind jetzt noch nicht mal da, weil die Michi kein Portemonnaie mitgenommen hat. Habe ich gesagt, weil, wir müssen in Deutschland, ist Pflicht, sich auszuweisen. Weil der Daniel Daya ist ja heute der Organisator des heutigen Tages. Und als Organisator erwarte ich auch, dass man mir früh genug mitteilt, was ich alles so an Dokumenten mitzunehmen habe. Also es ist ja, du musst dich halt auch in Deutschland, musst du dich ausweisen können. Deswegen ist eh Pflicht, immer einen Personalausweis mitzuhaben. Und wenn man sich halt so ein Fahrrad ausleihen will, dann muss man halt auch ein Perso dabei haben. Also ich finde, das ist eigentlich ganz logisch, dass man daran denkt. Ja, aber ich bin doch bekannt. Mich kennt man doch, ich brauche doch keine Ausweis. Ja, was gibst du als Pfand ab? Dein Ohrring? Ja. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall fast da. Wir hoffen, es ist noch nicht so viel los und wir kriegen ein Rad. Vielleicht nicht das Wunschrad, aber Hauptsache, wir können irgendein Fahrrad testen, weil wie ihr seht, seht ihr nichts, weil wir haben keine Fahrräder mitgenommen. Weil wir heute noch ein bisschen Terminstress haben. Wir haben auch gar nicht so viel Zeit heute, aber ja, und jetzt haben wir noch weniger Zeit. Aber egal, wir gucken mal jetzt, wie es läuft, wie viel da los ist und ob wir ein Fahrrad bekommen. Nicht so viele Autos parken, wenn wir um 10 Uhr hier gewesen wären. Meinst du? Ja, meine ich. Nee, da ist prinzipiell schon ein bisschen, da ist immer weniger Platz, weil da halt die Stände dann stehen, ne? Und hier die vom Flowtrail Siegerland, MTB Siegerland hat auch einen Stand. Da ich letztes Jahr sogar gespendet. Wow. Wie edel. Ja, wir müssen heute auch ein bisschen was spenden, weil wir sind ja oft hier. Was soll man spenden? Deswegen habe ich gestern extra Bar bezahlt, damit ich Kleingeld habe. Top. Glücklich. Ja, war eigentlich perfekt vorbereitet, bis darauf, dass irgendwann die Nachricht kam, Personalausweis nicht am Start. So, wir haben tatsächlich zwei Bikes bekommen und zwar die Michi testet jetzt das Jab und nicht das Deft tatsächlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze fährt. Das Deft hat auf jeden Fall schon eine Runde hinter sich. Das Jab sieht noch super neu aus. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es eigentlich lieber umgekehrt, wenn ich jetzt so das Biobike sehe. War so lange nicht mehr mit dem Biobike hier. Ja, wir machen es jetzt schnell fertig, weil wir haben nur eine Stunde. Dann gucken wir mal, vielleicht tauschen wir dann mal irgendwelche Räder. Oder wir geben einfach ab und fahren wieder nach Hause. Ja, wenn die dann aber noch ein kleines Deft haben, würde ich es, glaube ich, auch gern fahren. Maximal M. Ja, aber das sieht jetzt nicht so groß aus in L. Der Reach kommt mir super kurz vor.
ständig weiter runter zu stören. Da steht eine Magura-Bremse drauf, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Auch wenn das Radon Deft genauso viel klappert wie das Render damals und halt auch mein Fokus zum Beispiel, habe ich mich trotzdem ziemlich schnell wohlgefühlt auf dem Bike. Das ging mir auch beim Render schon genauso. Komischerweise fahre ich dieses Mal das Deft in L und vorher das Render in M und beides hat irgendwie wunderbar gepasst. Wie sehr die Geo sich unterscheidet, müsste ich nachlesen auf der Homepage. Allerdings kann ich schon mal sagen, auf den ersten Metern hat sich das ziemlich gut angefühlt. Allerdings habe ich später so für mich so ein paar Sachen entdeckt, die mir irgendwie nicht so gut gefallen haben und die ich mir auch nicht so richtig erklären konnte. Aber wenn ihr später die Frage beantworten könnt, warum sich das so angefühlt hat, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter ein bisschen auf dem Flowtrail Siegen. Fahrwerk super weich. Leider nicht so. Ich habe mit dem Fuß einfach aufgesetzt eben. Ja, ganz komisch. Das Deft kostet übrigens 5.200 Euro knapp und ich finde, das ist schon auf jeden Fall ein stolzer Preis, denn ich habe ja für das Focus nur 4.700 bezahlt und es hat eigentlich fast ja identische Ausstattung von der Qualität. Was mir gut gefallen hat, ist das dezentere Bosch Display, was jetzt hier links bei mir am Lenker hängt. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass es nun ein Kategorie 5 E-Mountainbike mehr auf dem Markt gibt, denn als ich auf der Suche war, habe ich da einfach gar nicht so viele Bikes gefunden. Das orientiert, glaube ich, als das Swoop zum Beispiel. Also auf dem Meer beim Selbstmann nicht gefunden. Daneben mal, wenn ich einschlage, schlackert die Kette im Weg. Kette? Immer schlägt da hinten dann immer. Ich glaube, die Kette, die irgendwie los ist oder so. Ja, die Michi war nicht ganz so happy mit ihrem Bike, denn es hat irgendwie super viel geklappert, wo wir auch nicht genau feststellen konnten, woran das jetzt liegt. Allerdings werden ja auch so Testbikes immer ziemlich, hart benutzt, sagen wir es so. Und da wird halt wenig drauf Rücksicht genommen, wie man das Ding fährt. Deswegen kann natürlich sein, dass da schon das ein oder andere so ein bisschen lose war. Rein optisch fand ich das Jab mega cool und es war ja auch mein Bike, was ich eigentlich kaufen wollte, bevor ich dann das Torque bestellt hatte, weil es bei Radon einfach das Jab nicht zur Verfügung gab. Und ich wollte eigentlich das Jab auch super gern mal fahren, allerdings habe ich es nicht ganz geschafft, noch ein drittes Bike zu testen, weil die Zeit für uns leider sehr, sehr knapp war mit den zwei Abfahrten hier. Mal bestimmte Vorlieben. Das Fahrrad ist so zu leicht, finde ich. Es fällt sich in der Luft ganz anders. Ja. Alles schon wieder verloren, Alter. Also die, ich weiß nicht, was die für Pedalen drauf sind. Aber die gefallen mir nicht. Thank you.
Traffic. Das ist cool eigentlich. Komische Road Gap hier. Kurzes Fazit zum Deft. An sich ein cooles Bike, ich habe mich sofort wohlgefühlt, bis auf die Magura-Bremsen und den Hinterbau. Der Hinterbau war irgendwie besonders schwammig und irgendwie vom Gefühl her instabil. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht wisst ihr das ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben uns auf jeden Fall nochmal auf den Weg nach oben gemacht, denn ich wollte noch gerne ein weiteres Bike testen. Und zwar ein Trail-Bike, ein Slide-Trail, weniger Federweg auf dem Bike und sowas in die Richtung bin ich tatsächlich vorher noch nie irgendwie gefahren. Ich würde es behalten. Ja. Ja. Hey. Ich würde es auf jeden Fall noch behalten. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah. Boah, ich glaube, ich fahre bei 4 Bikes Enduro Rennen mit. Da komme ich jetzt hier voll auf Geschmack. Weil es einfach Bock macht, bergauf zu fahren. Geil. Auf den ersten Metern hat sich das Ganze schon ziemlich gut angefühlt, weil bergauf einfach das Fahrrad viel, viel schöner zu fahren ist als zum Beispiel das Torque. Was ich später herausgefunden habe, ist, dass man auch den Dämpfer sperren kann und dann fuhr sich das Ding eigentlich fast wie ein Hardtail. Guck mal hier. Dieser Ding, dieses für den Dämpfer, ist schon ganz ab gewesen. So oft runtergeschmissen worden. Dann sagt der Jeb nicht so gut zum Bergauffahren. Ja, Bergauffahren ist generell nicht gut. War ja ungesund. Ja. Ist nicht gut fürs Herz. Also ich glaube. Fahr's erstmal runter. Bergauf war super cool. Ja, dann kannst du auch ein Rennrad holen, das ist doch lustig. Ja, beim Rennrad kann ich aber nicht bergab. Was? Ich habe mal die Daten von dem Ding anguckt. Oh, es gibt eine Mülltüte endlich. Es gibt jetzt eine Mülltüte. Alright. Wenden. Oh. Das hat Kette gerissen. Schon anderes Fahren ein bisschen. Hart, ne? Ist hart, ja. Viel direkter und so. Ich bin ja noch nie unter 170 mm gefahren.
Schon Bock. Ich muss ja richtig testen. Durchgeschlagen. Ist auch kein einziges Mal. So, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich noch ein zweites Fahrrad leihen konnte. Das Slide Trail, mega cool, macht richtig Bock irgendwie. Die Michi versucht jetzt auch noch ein E-Bike zum Testen zu kriegen, aber die E-Bikes sind natürlich beliebt hier. Und ich drehe jetzt noch eine schnelle Runde auf diesem Abschnitt hier, in der Zeit, wo die ansteht. Und sonst, wenn es nichts gibt, gebe ich es auch ab. Oh, die Michi hat leider kein E-Bike mehr bekommen, aber ich darf noch eine schnelle Runde fahren. Und ich versuche jetzt, erstmal die Brille hier putzen, mal nach unten zu fahren. In der Hoffnung, dass ich das von der Zeit her noch schaffe. Weil wir auf jeden Fall so gegen 13 Uhr abhauen müssen. Wir haben Geburtstag eingeladen.
Leute, jetzt habe ich die Arschkarte. Ganz runter. Die Uhrzeit checken. Ich habe jetzt 4 Minuten gebraucht nach unten. Okay. Den kurzen, knackigen. Den längeren. Ich glaube, kurz und knackig, aber einlocken, ja, Dämpfer gelockt, ah, fuck it, ich brauche immer noch neue Handschuhe. So, jetzt haben wir Dämpfer gesperrt. Gucken wir mal, wie gut wir hier hochtreten können. Ah, Leute, es fährt sich einfacher bergauf als das Torque oder so, ne? Snorkel sowieso. Aber es killt trotzdem. Leute, ich bin jetzt fast da. Den schlimmsten Part habe ich jetzt geschafft. Und also mit Dämpfer zu. Fährt das ähnlich gut wie ein Hardtail. Echt eine gute Sache. Brauchen wir noch ein Trailbike? Jo. So, Uphill. 12.39 Uhr. Ich glaube, ja, bis hierhin gute 15 Minuten hoch. 15 bis 20, bis ich jetzt am Auto bin. Aber ja, das ging gut. Ich bin jetzt verschwitzt, aber es ging gut. Hatte Spaß, das Fahrrad. Ganz runtergefahren, ne? Doch, was du bei der Oma gerade gefunden hast. 15 Minuten hoch. So Leute, wir sind zurück im Auto. Heute alles kurz vor knapp hier. 2 Abfahrten nur. Ich habe den Uphill überstanden. Ihr habt gesehen, wie ich das T-Shirt ausgebrungen habe. Ich habe halt echt ziemlich geschwitzt. Deswegen müssen wir jetzt auch gleich erstmal bei der Tankstelle halten und was holen, um die Elektrolyte wieder aufzufüllen. Das Deft ist ein cooles Fahrrad, hat mich aber jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen, weil der Hinterbau hat sich irgendwie nicht so cool angefühlt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es halt einfach mehr Reserven trotzdem als das Render. Aber sonst von der Geo halt irgendwie trotzdem sehr, ziemlich gleich. Das Skin Trail hat mich mega überrascht, hat richtig Bock gemacht damit. Wenn ich den Dämpfer gesperrt habe, hat es sich angefühlt wie ein Hardtail. Vielleicht bei Zeiten, wenn sich mal irgendwie sowas ergibt, dann würde ich mir ein Trailbike zulegen, glaube ich. Einfach so just for fun, wenn ich mal zu viel Geld hätte. Kleines Feedback von der Michi, das Jab. Das Jab hat mir nicht so gut gefallen, weil das einfach ein super verspieltes und wendiges Rad ist. Und ich will kein verspieltes und wendiges Rad, ich will ballern. Okay. Ja, dazu muss man sagen, die Micha hat natürlich auch eine kleinere Rahmengröße jetzt gehabt, als das Capra ist. Nein, ist auch ein S gewesen. Ja. Ja. Aber es hat halt eine andere Geo. Na gut. Wir müssen jetzt ganz schnell was zu trinken holen, weil wir gleich weiter zum nächsten Termin müssen. Deswegen lasst dein Abo da, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.